Was sage ich eine Frau an Bord meines Schiffes, deren zweijährige Junge in meinem Kühlraum liegt? Was sage ich über Gleichheit und Brüderlichkeit? Was sage ich dieser Frau, deren Kind seit Tagen unten in meinem Tiefkühlraum liegt, über Gerechtigkeit und Solidarität? Was sage ich dem Mann, dessen Kind, dessen Sohn unten in meinem Tiefkühlraum liegt, über Friedensnobelpreis? Was sage ich den beiden über Freiheit und Humanismus?